Hast du auch die Schnauze voll von den aggressiven Mücken? Selbst zur Mittagszeit haben sie mich auch schon einmal verfolgt und versucht zuzustechen. Kann schon ziemlich nervenaufreibend sein. Und im Zuge der stetig steigenden wärmeren Jahre und den milderen Winter werden auch immer heftigere und aggressivere Mücken auch mal zu uns kommen. Mücken oder auch Moskitos, die normalerweise in südlicheren Gefilde eher anzutreffen sind. Einige, die sogar ernsthafte Krankheiten auslösen können. Wusstest du, dass Mücken zu den tödlichsten Tieren für den Menschen zählen? Im Gegensatz zum Hai. Das aktuelle Wetter begünstigt auch die Mückenpopulation. Immer wieder mal ziemlich feucht durch den Regen zum Beispiel und dann auch doch recht warmes Wetter. Eine wahre Brutstätte für die Mücken, besonders in der Nähe von Pfützen oder auch offenen Regentonnen. Da feiern sie eine regelrechte Party und können dich sogar bis in die Nacht mitnehmen und dir auch deinen Schlaf rauben, wenn sie um deine Ohren summen. Und sie können den entspannten Abend im Garten auch ziemlich schnell ruinieren. Aber jetzt ist Schluss damit. Es gibt einige Hilfsmittel und auch Pflanzen, die dir helfen, Mücken abzuschrecken. Bevor wir zu den einzelnen Hilfsmitteln kommen, ist es ja erstmal wichtig, seinen Feind zu kennen, um auch zu verstehen, warum denn die Lösungen auch jetzt hier bei den Mücken funktionieren. Also, wie orientieren sich denn diese Insekten? Erstens CO2-Erkennung. Mücken können das CO2 in der Atemluft von Menschen und Tieren wahrnehmen. Das ist eins der Hauptsignale für Mücken, weil es einfach nur zeigt, dass da ein lebender Wirt in der Nähe ist. Einatmen, ausatmen, CO2 wird abgegeben. Punkt Nummer 2, der Geruchssinn. Mücken werden von bestimmten Chemikalien im Schweiß und auch im Körpergeruch angelockt. Deswegen kann es auch mal vorkommen, dass einige Menschen mehr angezogen werden von Mücken, während andere dann eher unverschont bleiben. Diese Chemikalien umfassen zum Beispiel Milchsäure, Ammoniak und weitere flüchtige Verbindungen. Auch die Mikroorganismen auf der Haut produzieren einen speziellen Geruch, der von Mensch zu Mensch etwas unterschiedlich sein kann. Die Ernährung spielt auch eine sehr wichtige Rolle bei den Körpergerüchen. Ich habe auch herausgefunden, dass Veganer und Vegetarier weniger stark riechen. Kann ich auch bestätigen bei meiner Rohkosternährung, dass halt bei mir der Schweiß überhaupt nicht mehr übel riecht, dass alles stark zurückgegangen ist, als zu der Zeit, als ich noch vor der Rohkost mein Leben gelebt habe. Da hat mein Schweiß schon richtig stark gestunken. Heute nicht mehr so. Eigentlich fast gar nicht. Mücken sind in der Lage, Wärme zu spüren, um halt so an die warmblütigen Tiere zu kommen. Und das gibt ihnen halt die Fähigkeit, an die Haut zu gelangen und dort halt anfangen zu saugen. Auch die Feuchtigkeit aus dem Schweiß und der Atemluft von Menschen und Tieren können sie ebenfalls wahrnehmen und auch als Orientierung nutzen. Punkt Nummer 4, der Sehsinn. Mücken nehmen Bewegungen wahr, um einen aktiven Wirt ausfindig zu machen. Dunklere Farben ziehen die Mücken eher an als die helleren. Einfach aufgrund der Tatsache, dass halt die schwarze Kleidung hier zum Beispiel Sonnenlicht und die Wärme stärker absorbiert und die auch abstrahlt, was halt die Mücken bevorzugen, weil sie auch Wärme aufspüren können, wie vorhin erwähnt. Forschungsergebnisse legen nahe, dass Rot, Orange, Schwarz und Cyan besonders Mücken anlocken, wohingegen Grün, Lila, Blau, Weiß in dem Experiment eher uninteressant waren. Jetzt haben wir grob erklärt, wie sich Mücken orientieren und jetzt, was kannst denn du alles machen? Nutze zum Beispiel Düfte von Pflanzen, die die Mücken nicht mögen. Wenn du klug bist, dann setze die Pflanzen auch bei dir in den Garten. Die Stechmücken mögen Lavendel, Eukalyptus, Minze, Zitronenmelisse, Thymian und Rosmarin überhaupt. Es sind super mehrjährige Kräuterpflanzen mit dabei, die du wunderbar bei dir in die Mischkultur reinsetzen kannst, die auch unter anderem Wildbiene fördern können und du auch etwas Leckeres in der Küche hast. Oder sowas hier, ein Thymiankissen, schöner Geruch auch für einen besseren Schlaf, oder ein Lavendelkissen. Der Lavendel, der blüht dieses Jahr wieder wunderbar schön. Wunderbar, so viele Insekten und Bienen und Schmetterlinge. Also ran an den Spaten und die Pflanzen reinsetzen. Ich habe zum Beispiel Thymian und Rosmarin im Angebot. Du kannst auch Öle von diesen Pflanzen nutzen, die sie dir auf die Haut reiben. Allerdings empfehle ich das eher weniger, weil ich halt die Haut gerne atmungsaktiv haben möchte und auch diese Öle so ein bisschen die Poren verstopfen. Neemöl kannst du auch zum Beispiel nutzen, um die Stechmücken zu vertreiben. Pass ebenso auf, welche Deos und Parfüms du vielleicht nutzt. Die können ebenfalls Mücken anlocken. Und wie bereits vorhin erwähnt,
Ernährungsumstellung hilft auch. Am besten pflanzliche Rohkost. Aber genau wissen, was man tut. Weitere praktische Maßnahmen sind zum Beispiel Insektenschutznetze, die du an deinem Fenster oder auch über dein Bett anbringen kannst. So ein Moskitonetz um ein Bett herum habe ich damals in Costa Rica gesehen. Ist durchaus empfehlenswert, vor allem in so einer tropischen Klimazone. Luftzirkulation können ebenfalls Stechmücken abwehren. Kann dann zum Beispiel bei dir in den Häusern Ventilatoren aufstellen. Die Mücken sind schwache Flieger und so eine stärkere Brise macht dann die Mücken dann doch zu schaffen. Vermeide stehendes Gewässer wie zum Beispiel eine offene Regentonne. Das ist halt für Mücken ein wunderbares Paradies, wo sie halt dort ihre Eier ablegen können. Kleidung bedecken, damit sie es halt umso schwerer haben, durch den Stoff auch noch hindurch deine Haut zu gelangen. Dann trägst du halt langärmelige Oberteile und auch lange Hosen. Könnt aber auch dabei 30, 35 Grad dann doch zum starken Schwitzen veranlassen. Oder du machst halt das wie die Araber in der Wüste mit diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, so diese. Neben den Pflanzen, die Mücken abschrecken können, gibt es natürlich auch Nützlinge, die Mücken und auch die Mückenlarven fressen können. Und die solltest du auch ansiedeln. Unter den Nützlingen fallen einige Vögel, wie zum Beispiel Schwalben, Meisen und der Mauersegler, Fledermäuse, für den habe ich auch schon Nistkasten aufgestellt. Amphibien wie Frösche, Molche und Kröten. Eidechsen gehören mit dazu und andere Insekten, wie zum Beispiel der Wasserläufer, die Libelle. Von daher lohnt es sich zum Beispiel sehr, auch einen Teich anzulegen, um zum Beispiel die Amphibien und die Libellen anlocken zu können. Aber auch Totholzhecken aufzustellen, Steinhaufen zu machen, den Garten etwas verwildert und naturbelassen zu machen, Wildblumenwiese anlocken, damit halt allgemein die Insektenvielfalt erhöht, damit auch mehr Vögel da auch einen Grund haben, zu dir zu kommen. Also dann Richtung naturnahen Permakulturgarten zu gehen, damit sich langsam ein Gleichgewicht einstellen kann. Und am besten auch deine Nachbarn damit anstecken. Buddha zu werden, deinen inneren Frieden zu bekommen, weil mit den Jahren, ehrlich gesagt, wird es nicht besser. In den letzten Jahren sind die Mücken schon ziemlich aggressiver und auch mehr geworden. Und wie es ausschaut, wird es ja auch bei uns immer wärmer. Von daher kannst du dich darauf einstellen, deinen inneren Frieden zu finden. Finally, inner peace. Außerdem brauchst du jetzt keinen Herzkasper wegen den kleinen fliegenden Insektchen. Wäre auch nicht schön. Außer du nimmst ein Haarspray und ein Feuerzeug. Falls sie dich wieder um 3 Uhr in der Nacht terrorisieren und dich um deinen Schlaf bringen, wenn sie jedes Mal um dein Ohr vorbeifliegen. Hier an dieser Stelle möchte ich nochmal klarstellen, dass dieser Tipp reinste Ironie und auch Spaß war. Ich habe keine Lust, dass die Feuerwehr bei irgendjemandem anrückt, der dann dieses Video gesehen hat und diesen Tipp dann befolgt hat. Allerdings, wer das jetzt auch einfach blind bei sich zu Hause nachmacht, hat es aber auch schon in gewisser Weise verdient, all sein Hab und Gut zu verlieren, eventuell auch noch sein Leben zu lassen. Das nennt man dann natürliche Selektion. Das ist jetzt ein bisschen hart formuliert. Egal, bitte mach das nicht, das war jetzt wirklich nur ein Witz. Dankeschön.